Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist der Musikfreitag und wie jeden Freitag haben wir wieder zahlreiche Musikreactions auf meinem Kanal vor. Beginnen werden wir mit der guten Loredana. Loredana war jetzt in der letzten Vergangenheit sehr oft auf meinem Kanal, ihr Album erscheint bald und ich bin auf jeden Fall auf den heutigen Song gespannt. Wenn du noch nicht Teil dieser wundervollen Community bist, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, damit du auch die zukünftigen Videos nicht verpasst. Okay Leute, hier haben wir den Song Loredana, tut mir leid. Und wieder produziert bei Mixu, MacLeod und Placements. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay, wir haben eine Wolke, die gebrannt hat, aber das war mehr so Zuckerwatte, die gebrannt hat. Und ein Helikopter, der durchgeflogen ist. Film ist, beziehungsweise das Musikvideo ist von Fatih TV. Das heißt, wir haben wieder ein sehr schönes Musikvideo vor uns. Boah, okay, halten wir mal diese Kulisse fest. Die Kulisse ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Das mit den Farben und Loredana, das sah da natürlich auch passend dazu. Sehr, sehr schön. Okay, das habe ich schon auf Instagram gesehen. Lori hat eine neue Frisur. Ich muss sagen, also sie hat glaube ich auch Kontaktlinsen drin. Das steht ihr. Also sie trägt ja generell immer ihre Haare immer ein bisschen anders, beziehungsweise hat ja verschiedene Perücken. Aber ich weiß nicht, ob sie Perücken hat oder nicht, das war jetzt ein bisschen spekuliert. Aber ich finde, steht ihr. Mal eine andere Farbe. Schön. Okay, ich kann hier schon mal safe erkennen, also ist nicht safe, aber ich denke mal, dass dieser Zip-Hoodie von Vested ist. Das weiß ich so genau, weil ich dazwischen, also zwischen Vested und Lowlight Studios war. Und da habe ich mich doch für Lowlight Studios entschieden. Aber trotzdem, Vested macht sehr, sehr schöne Sachen, habe auch vieles von Vested mal gekauft. Ich kann dir nicht verzeihen, tut mir nicht. Ja, okay, ist von Vested. Da haben wir schon das V und das A. Krass, sie hat sich hier Tränen tätowieren lassen. Ne? Das heißt, wenn sie so macht, dann haben wir Tränen da. Lösch meine Nummer, ich weiß nicht, was du willst. Warum bin ich immer noch dein Hintergrundbild? Okay, ich weiß jetzt schon mal, das kann ich schon mal predikten. Sehr, sehr, sehr viele Mädchen werden es in ihre Stories posten, dazu singen und dann irgendwelche an meinen Ex oder an meine Ex oder sowas schreiben. Aber es ist ein schönes Lied. Ich will es mir gehen. Ich krieg Abdomen, du sagst, dass ich dir fehl. Schon wieder liegen Rosen vor der Tür. Ich glaub, du hast ein. Okay, also ihre Liebe vermisst sie, will sie zurück. Sie wirft sogar Rosen vor die Tür, beziehungsweise legt Rosen vor die Tür. Aber ihr wird schlecht, sie will es einfach nicht mehr. Sie will es einfach nicht. Mhm. Nicht so kompliziert. Das war was Klassisches, dieses kompliziert, das ist klassisch Loredana. Ne, aber ich muss sagen, das ist einer ihrer Songs, die ich jetzt wirklich mehr feiere. Bisschen mehr als der letzte Song, das ist wirklich sehr schön und das Musikvideo ist auch wirklich sehr schön gemacht worden. Dass ich dich nicht mehr vermisse. Oh, das ist echt süß, sie hat sich Hannah tätowieren lassen auf ihren Arm. Das ist echt goldig. Also ich bin normalerweise zwar nicht so der Fan von Tattoos, aber es ist süß, dass sie ihre Tochter so für immer festhalten möchte auf ihren Arm. Wieder siehst du mich zu Hause weinen. Ich kann dir nicht verzeihen, tut mir nicht leid, dass ich dich nicht mehr vermisse. Und die Schuhe natürlich passend zu den Haaren und zu den Kontaktlinsen oder zu den Augen. Nike SB Dunk Low. Sehr, 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 sehr nice Silhouette. Ist die dieses Jahr echt unnormal abgegangen. Ist schon echt krass. Okay, jetzt sind wir sozusagen unterm Pool. Also es wird hier sehr, sehr schön mit den Kulissen gespielt. Gefällt mir wirklich sehr. Ja, ich bin gespannt. Mir nicht leid, du bist ein und das weißt du. Okay, du bist ein und da kann sich jetzt jeder denken, was. Du bist ein Hasun, du bist ein Arloch, du bist ein Spast oder du bist meine große Liebe und das weißt du, ne? Wenn wir hier nicht beleidigen wollen. Jetzt siehst du mein Bild in jeder Zeitung und kaufst
Also jetzt würden die ganze Tratsch und Zeitungen und keine Ahnung was jetzt wieder sagen, ist das an Mossig, ist das an Mossig? Ich bin froh, dass das Thema so langsam gegessen ist. Also es ist natürlich wie immer jede Sache, ne? Es ist ihre Sache. Ich finde es auch gut, dass die ganze Petra-Sache auch vom Tisch ist, ne? Dass sich das auch geklärt hat und man sich jetzt wirklich auch nur noch auf Loredana und ihre Texte konzentrieren kann und nicht immer über jede Ecke voll die Unehrenfrau und keine Ahnung was, weil wenn man sich schon ihre Musik anhört, dann sollte man auch nur auf ihre Texte eingehen und genau. Aber das Lied gefällt mir wirklich sehr. Wirklich sehr, sehr schönes Lied bis jetzt. Dass ich dich nicht mehr. Okay, irgendwie ging bei mir der Ton weg. Du bist weg. Was muss ich tun, damit du mich verlässt? Dass ich Okay, damit du mich verlässt. Also sie möchte ihn nicht mehr da haben, sie möchte ihn weghaben. Sie würde alles dafür tun, dass er sie verlässt. Okay, das ist mal so ein bisschen das Gegenteil. Steh doch nicht rum, lass mich allein. Nie wieder siehst du mich zu Hause weinen. Ich kann dir nicht verzeihen, tut mir nicht leid, dass ich dich nicht mehr. Und hier hat sie wieder dann doch eine andere Frisur. Ne? Ich glaube, das ist dann ihre Naturhaarfarbe. Aber okay. Ja, Loredana, schon Maschallah, einfach die Hübsche hier. Ah, okay. Also sie ist jetzt hier sozusagen in der Matrix. Ne? In der Matrix gefangen. Boah, Matrix freue ich mich. Angeblich sollte, glaube ich, nächstes Jahr der neue Teil nach, glaube ich, 15, 20 Jahren rauskommen. Heftig. Matrix sehr, sehr schön. Wo mich zu Hause war. Ich kann dir nicht verzeihen, tut mir nicht leid, dass ich dich nicht mehr vermisse. Doch es ist wie. Und ich kann vielleicht auch sagen, der Beat ist wirklich sehr, sehr schön. Also Mixu, MacLeod, Placements, falls der Beat von, also ich glaube, der Beat kommt schon von euch. Heftig. Sehr, sehr nice. Passt zu Loredana. Loredanas Stimme passt auch dazu. Und der Vibe ist wirklich sehr schön. Ja, das war von Loredana Tut mir nicht leid. Ein Song, der mir wirklich sehr, sehr gefallen hat, Leute. Also sowohl Beat als auch Stimme als auch Musikvideo. Es hat mir alles gefallen. Loredana, hast du super gemacht. Also fand ich wirklich sehr, sehr schön. Auch eine coole Story. Es zeigt halt sozusagen eine Frau, die stark ist und einfach nicht zurück zum Mann kehren möchte. So sehr es auch versucht, sie möchte ihn einfach nicht mehr. Hat dir das Song bzw. meine Reaction gefallen? Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere einfach den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Hier ist noch ein anderes Video verlinkt, das kannst du dir auch nochmal anschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Ciao.